Gabe, auf die ich zu sprechen kommen möchte, ist kein neues Phänomen, sondern hat eigentlich schon vor über 40 Jahren eigentlich als eine Entscheidungsnotwendigkeit vorzustanden. Nämlich schon zu der Zeit, als der erste Bericht an den Club of Rome veröffentlicht wurde. Das war im Jahr 1972. Die meisten von Ihnen erinnern sich, der Titel ist legendär, und zwar die Grenzen des Wachstums. Die ersten Reaktionen auf diese wachstumskritische Einlassung bestanden eigentlich darin, einen Weg zu finden, der auf der einen Seite bedeutet, dass wir unsere ökologischen Lebensgrundlagen oder die Schöpfung wahren können und auf der anderen Seite nicht abzulassen vom Wachstumsdogma. Weil, das haben wir gerade in der schönen Anmoderation schon gehört, immer die Erwartung eigentlich an die Ökonomie gerichtet wird, den Menschen materiell reicher werden zu lassen. Und das geht natürlich logischerweise nur durch wirtschaftliches Wachstum. Die erste Kritik also sozusagen, oder dieser Redweg auf die wachstumskritischen Einlassen des Club of Rome, war der Versuch, ein grünes, ein qualitatives, ein demokratisiertes, ein ökologisch unschädliches Wirtschaftswachstum herzurichten. Es war ein deutscher Politiker namens Gerhard Hegger, der im letzten Dezember 90 Jahre alt geworden ist, der ein Büchlein geschrieben hat 1975, das den Titel trug Wende oder Ende. Und in diesem Buch wurde erstmals, zumindest nach meiner Rekonstruktion, erstmals der Entwurf eines unschädlichen wirtschaftlichen Wachstums vorgelegt. Und ich glaube, dass wir diesen Weg nicht weiter beschreiten können. Ich habe ein langes Gespräch mit Herrn Hegger geführt im letzten Jahr, da ist sogar ein Büchlein entstanden. Und Herr Hegger hat inzwischen auch einige Skepsis angemeldet und hat gesagt, naja, vor 40 oder 45 Jahren war die Welt eine andere. Und auch der Optimismus, mit dem man sozusagen die Möglichkeiten der technischen Innovation und Fortschritt betrachtet hat, dies alles war zu der Zeit natürlich ganz anders beschaffen, als das heute der Fall ist. Wir müssen uns also heute nochmal entscheiden, ob wir es tatsächlich riskieren wollen, das Wachstumsdogma beizubehalten und uns darauf verlassen wollen, dass technischer Fortschritt allein das Problem löst, oder ob wir den Mut aufbringen und tatsächlich eine Wirtschaft ohne Wachstum aufbauen. Und das Letztere ist etwas, was sozusagen mit meiner Forschungsarbeit auf Lehrtätigkeit zur Wachstumsökonomie assoziiert ist. Und das ist also kein leichter Weg, das sage ich gar nicht. Das heißt, wenngleich ich heute versuchen werde, die Notwendigkeit einer Wirtschaft ohne Wachstum näher zu bringen, behaupte ich nicht, dass dies ein Badeurlaub wird oder eine Urlaubsreise, wo am Wegesrand sozusagen die Sahnetörtchen auf uns warten. Das ist ein Weg der Übung, ein Weg der Disziplin. Zugleich aber ein Stressfall, das ein mögliches Leben führt. Aber lassen Sie mich noch ein paar Bemerkungen zu der Wegnahme machen. Wenn heute von grünen oder qualitativen oder demokratisierten in irgendeiner Form ökologieverträglichen Wachstum geredet ist, dann sind es zwei Arten von technischen Fortschritt, die immer wieder als Beweis dafür ins Feld geführt werden, dass es doch möglich sein muss, ein Wachstum ohne ökologische Zerstörung in irgendeiner Form zu kriegen. Der eine Trick heißt technologisch bedingte Effizienz. Mit Effizienz ist gemeint, dass ein Wohlstandsergebnis gemessen in der Reichhaltigkeit der Güter, die wir verfügbar haben, erzeugt wird auf Basis minimaler Inputs oder Bedarfe an ökologisch relevanten Ressourcen. Wenn Sie also ein 3-Liter-Auto fahren, etwa, ist das um den Faktor 3 effizienter als ein 9-Liter-Auto. Weil auch das 3-Liter-Auto ein gewisses Wohlstandsergebnis erzeugt. Das muss auch produziert werden und die Hersteller haben Steuern bezahlt, Arbeitsplätze geschaffen und eben zum Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts beigetragen. Aber dieses Auto braucht eben nur ein Drittel der Energie, um sie vom Punkt A zu Punkt B zu bringen. Wenn Sie ein Passivhaus bekommen, ist das ebenfalls um einen bestimmten Faktor effizienter als ein normales Haus, meistens um den Faktor 5 bezogen auf den Wärmeenergieverbrauch eines solchen Gebäudes. Aber auch das 3-Liter-Auto, auch das Passivhaus, ist nicht zum ökologischen Nutzen zu haben. Das ist eben das Entscheidende. Deswegen ist die Entkopplung des wirtschaftlichen Wachstums von ökologischen Schäden bestenfalls eine entgrenzende Frage. Eine sogenannte absolute Entkopplung ist nicht in sich, aber die funktioniert und ist meines Erachtens
darin besteht, den Menschen mitzuteilen, dass wir alle, zumindest die meisten von uns, Ansprüche an die materielle Selbstverwirklichung reduzieren. Das heißt, die Reduktion, ein kultureller Weg zum Weniger, ist der Dreh- und Angelpunkt in Richtung Wirtschaft ohne Wachstum gegenüber dem grünen Wachstum, wo man versucht, um technische Effizienz, aber auch mit regenerativer Energie oder anderen technischen Innovationen ein Modell zu erzeugen, das sich auch überschreiben ließe mit waschmännchen Pelz, aber mach mich nicht nass. Und aus diesem Grund ist es natürlich leicht verständlich, dass das grüne Wachstum gerade in der Politik immer eine Hochkonjunktur bleibt. Politikerinnen und Politiker werden beliebt dafür, wenn sie der Bevölkerung zweierlei versprechen. Erstens, euer Wohlstand kann so bleiben, wie er ist. Zweitens, wir werden durch Gesetze und Fördermaßnahmen dafür sorgen, dass die richtigen technischen Innovationen Platz greifen, die dann sozusagen die Ökonomisierung des Wohlstandes erledigen. Auf diese Weise wird das Problem des Schutzes der Ökologie delegiert, weg von den Menschen hin zur Technologie. Diese beiden Paradigmen, also entweder technischer Fortschritt oder ein Weg zum Weniger, stehen sich eben unvereinbar gegenüber. Wenn wir heute von Wachstumskritik reden, dann ist es nicht so, dass wachstumskritische Positionen innerhalb des Nachhaltigkeitsdiskurses erst mit dem Cup of Rome in Erscheinung traten. Viele haben schon in den 50er und 40er Jahren, nicht viele, aber doch einige Wissenschaftler und Publizisten auf die Unmöglichkeit eines gegen wirtschaftlichen Wachstums hingewiesen. Interessanterweise ist der Mann, der relativ früh mit sehr viel Mut
Bundeswachstum nicht geben kann. Bevor ich das tue, möchte ich es nicht unterlassen, auf die anderen wichtigen Wachstumsgrenzen kurz einzugehen. Als da wir geraten auf historisch einmalige Ressourcenverknappung zu. Fläche wird knapp, Energie wird knapp, Wasser wird knapp, Metalle werden knapp, sogenannte seltene Erden werden knapp, die Biodiversität wird knapp, Phosphor wird knapp. All diese Substanzen, ohne die wirtschaftliches Wachstum in Europa, in Amerika, Neuseeland, Australien, Japan, also der modernen Konsumdemokratie, also worauf das Wachstum angewiesen ist, das alles bricht im Prinzip weg, also die substanzielle Basis. Werden viele Einwendungen machen. Die Energie wird auch gar nicht klar. Erstens, es gibt eine Energiewende in Europa. Die Anlagen zu uns und regenerativer Energie sprießen ergebnis aus dem Boden. Und zweitens, der Preis für Öl ist historisch schwierig. Wie kann da also jemand von einer Energiekrise reden, auf die wir zuwarten? Nun, die Energiewende, die ja gerade in Deutschland ja, fröhliche Rekorde feiert, ist restlos gescheitert. Sie hat nicht dazu beigetragen, Klimaschutzerfolge hervorzubringen. Stattdessen haben wir die letzten Landschaften in Deutschland zerstört und machen es weiter. Gleichzeitig aber wird der politische Widerstand gegen diese unglaubliche Landschaftszerstörung immer massiver, dass man sagen kann, der deutsche Energiewende geht in längsten Flächen aus. Man bräuchte noch weiter die Verschlagung der Landschaften, die Verspiegelung oder die Vermeisung vorzutreiben. Und der günstige Rohölpreis, den wir derzeit erleben, ist bestenfalls eine Momentaufnahme. Denn dieser Preissturz ist zurückzuführen auf eine Technologie, die in Amerika vor allem verbreitet wurde, nämlich das sogenannte und Ihnen wahrscheinlich bekannte Fracking. Wir können im Prinzip davon ausgehen, dass die Fracking-Technologie in den Vereinigten Staaten innerhalb der nächsten Jahre wieder ein Kartenhaus zusammenbrechen wird. Der Grund ist einfach. Die Kosten des Frackings, um also an das Shale-Gas ranzukommen, das ist dann das Substitut für die normalen Rohölvorkommen, diese Kosten sind immens hoch und sie werden gerade nicht gedeckt durch den geringen Rohölpreis. Das Ganze ist also ein Treppennetz. Der geologische Erfolg des Frackings ist gleichzeitig der betriebswirtschaftliche Misserfolg. Das heißt, diese Technologie senkt sich betriebswirtschaftlich den Ast auf, den sie sitzt, gerade weil er eine Büsche einsetzt. Der Preis gefallen auf ein Niveau unterhalb der Kosten, die gedeckt werden müssen. Deswegen erleben wir auch jetzt schon, dass immer mehr Firmen, die in den Vereinigten Staaten am Fracking beteiligt sind, bankrott gehen. Also nur eine Frage der Zeit, ist die sogenannte Fracking-Blase-Platz, was dann geschehen wird, das kann sich jeder ausmachen. Dann wird der Bodenpreis viel dynamischer steigen, als das hier der Fall gewesen wäre, wenn das Fracking gar nicht erst gefunden worden oder umgesetzt. Das heißt also, wir werden tatsächlich wieder eine Energiewende haben. Ich habe euch schon die anderen Dinge genannt, die jedenfalls Kampf werden, es geht nicht nur um Energie. Dann haben wir eine weitere Wachstumsgrenze, die ich bezeichne als Produktivitätsfall. Wenn wir mal rekonstruieren, woher der materielle Wohlstand der Menschen stammt, dann bereiten sich vor uns sehr, sehr viele geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Theorien und Narrative aus, die alle für sich in Anspruch nehmen, den Ursprung des materiellen Wohlstandes zu erklären. Karl Marx hat gerade gedacht, dass es die Arbeit des Menschen ist, der Arbeitswert, der uns reich macht. Alan Smith hat gemeint, es ist die Effizienz der Märkte. Josef Albers Schumpeter hat gemeint, es sei die Innovationskraft. Und der Jürgen Kahn hat gemeint, es sind die Vorteile des Außenhandels, die uns reich machen. Und ich könnte jetzt diese Aneinanderreihung von Narrativen und Erklärungen weiter fortsetzen. Aber das tue ich nicht, weil all diese Erklärungen so etwas wie einen roten Faden in sich bergen, der immer identisch ist. Letzten Endes ist es die industrielle Entwicklung, die uns reich macht, die in all diesen Theorien vorkommt. Die industrielle Entwicklung beruht darauf, den Produktionsfaktor Mensch immer effizienter und damit auch produktiver werden zu lassen. Es sind die Maschinen, die uns reich gemacht haben. Wir haben mehrere tausend Jahre auf demselben Niveau des wirtschaftlichen Aufbaus gelebt. Mittelalterliche Handwerkergesellschaften sind nicht gewachsen. Warum nicht? Weil sie keine technischen Einrichtungen hatten, die dafür gesorgt haben, die Begrenztheit der Energie eines menschlichen Körpers zu durchbrechen. Ein Handwerker, der schlichte Werkzeuge hat, der kann zwar Überstunden machen, sehr fleißig sein, kann sehr müde sein, aber das, was er an materiellem Output hervorzieht,
weniger Arbeitskräfte brauchen, um einen bestimmten Output zu erzeugen. Um nun zu verhindern, dass diese Technologie statt uns reich zu machen, Massenarbeitslosigkeit und damit eine soziale Zerreißprobe aufgestellt, um das zu verhindern, muss die Wirtschaft wachsen. Schauen Sie, wenn wir bei VW in Wolfsburg etwa neue Industrieroboter einsetzen, ja, und eine ganz neue digitalisierte Produktionsprozesse etablieren, so dass ich für einen Auto durchschnittlich nicht mehr 10 Arbeitskräfte brauche, sondern nur noch 5, kann ich dadurch, dass ich das Wirtschaftswachstum steigen kann, verhindern, dass diese 5 Arbeitskräfte, die nicht mehr gebraucht werden, freigesetzt werden. Wenn nämlich der Output während dieser Produktivitätssteigerung verdoppelt wird, heißt das, dass wieder alle Arbeitskräfte gebraucht werden. Aber welches Wirtschaftswachstum brauchen wir jetzt, um die nächste Industrialisierungswelle zu überstehen? Die nächste Industrialisierungswelle nennt sich Industrie 4.0. Damit ist gemeint, ein sogenanntes Internet der Dinge zu implementieren. Was ist denn ein Internet der Dinge? Schauen Sie sich diese Anwendung an. Die besteht aus sehr, sehr vielen Einzelteilen. Wenn jetzt jedes dieser Einzelteile einen klitzekleinen Informationsträger hätte, sodass diese Teile miteinander kommunizieren können und gleichzeitig ein Fabrikhalle mit Sensorik ausgestattet ist und mit neuer Robotik, sodass die Roboter quasi Kontakt mit jedem Einzelteil eines Produktes aufnehmen können und über die Sensorik die genaue Verortung der Brauen der verschiedenen Bestandteile eines Produktes, dass so eine Verortung möglich ist, dann braucht es keine Menschen mehr, um die Produkte herzustellen, zu bewegen, zu montieren und in gewisser Weise zu transferieren an jene Menschen, die diese Produkte kaufen wollen. Diese Art der Digitalisierung der Produktion ist längst auf dem Vormarsch. Es gibt noch viele andere technische Innovationen, die diese vierte industrielle Entwicklungsstufe unterfüttern, insbesondere solche, die dazu führen, dass selbst in den Dienstleistungsbereichen, von denen wir nie geglaubt haben, dass dort Menschen durch Maschinen ersetzt werden können, dass auch dort Digitalisierung vieles automatisiert, was vormals der Mithilfe menschlicher Hände bedurfte. Denken Sie an die Pflege, denken Sie an die Bildung, denken Sie an den Finanzsektor, denken Sie an die ganze Beraterbranche. Beratung wird demnächst durch Computer erledigt. Es ist in den Rechtswissenschaften, im juristischen Bereich in den Vereinigten Staaten inzwischen schon gang und gäbe. Der ganze Servicebereich, Einzelhandel und Großhandel, wird sich ganz einfach wegdigitalisieren lassen. Ja. Und es gibt viele Studien, die insbesondere die Situation in Deutschland analysiert haben und die nicht ausschließen in ihrem Gesamtergebnis, dass von den derzeit in der Bundesrepublik Deutschland Beschäftigten, also sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 30 Millionen Menschen in den nächsten 2 bis 3 Jahrzehnten die Hälfte nicht mehr gebraucht wird. Es ist nicht so, dass es keine Menschen mehr gibt, die wir brauchen, um Prozesse der Produktion zu steuern, aber wir werden immer weniger brauchen. Jetzt kommt die 100-Dollar-Frage, nämlich wie groß müsste wohl das Wachstum sein, um diese mehrere Millionen Menschen noch wieder beschäftigen zu können auf Basis dieses hohen Niveaus der Arbeitsproduktivität. Die Antwort ist jetzt sehr utopisch, dieses wirtschaftliche Wachstum darzustellen. Selbst wenn man sich über ökologische Grenzen hinwegsetzen würde, ist es gar nicht denkbar, ein solches Wachstum auf diesem Planeten zu erzeugen. Das heißt also, wir haben hier auch einen technologischen Wachstum zu setzen. Die Industrie, die uns so reich gemacht hat, wird uns bald ein großes Problem in den Weg legen. Und dann können wir nur noch darüber nachdenken, ein ganz anderes Versorgungssystem zu entstehen. Es gibt andere Wachstumsgrenzen, die ich alle noch aufzählen könnte. Ich will mich aber weiter nur noch auf eine zusätzliche Wachstumsgrenze beschränken, nämlich die psychische Wachstumsgrenze. Es gibt inzwischen nicht nur in den Geisteswissenschaften, sondern sogar in der ökonomischen Theorie, die sogenannte Glücksforschung. Was tut die Glücksforschung? Die Glücksforschung stellt die Frage, sind die Menschen während der letzten Entwicklungsstufen modernen Gesellschaften tatsächlich glücklicher, zufriedener geworden, ist das subjektive Wohlbefinden gestiegen? Denn wir konstatieren ja gerade im Blick auf die NPI, dass seit dem Zweiten Weltkrieg das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in den modernen Konsum- und Industriegesellschaften immens gestiegen. Aber hat das auch dazu beigetragen, dass die Menschen zufriedener sind? Und die Glücksforschung kommt leider zu dem negativen Ergebnis, dass dem nicht so
nicht in der Lage, Aufmerksamkeit zu stiften, ohne Zeit zu verausgaben. Zeit ist die kleinste Ressource, mit der ein Homo sapiens konfrontiert ist. Wenn Sie ins Wirtshaus gehen, um ein Weißbier zu trinken, kostet Sie das Zeit. Wenn Sie diese wunderschönen Sommer der Akademie besuchen, kostet Sie das Zeit. Ein Schimpfung zu essen kostet Zeit. Es kostet Sie sogar Zeit, hinabzugehen nach unten, wo die Geschäfte sind, und sich verschiedene Smartphones anzuschauen, in der Hoffnung, eines zu finden, das Ihnen zusagt. Selbst wenn Sie sich für kein Smartphone entscheiden, das Geschäft wieder verlassen, haben Sie unwiederbringlich verflossene Zeit investiert. Und diese Zeitlichkeit ist es, die den Menschen in modernen Gesellschaften zu schaffen macht. Schon vor 46 Jahren, 1973, hat ein schwedischer Ökonom, Stefan Linder, ein interessantes Büchlein dazu geschrieben. Aber es scheint in Vergessenheit geraten zu sein, obwohl das Buch zu einer Zeit als Taschenbuchausgabe auch erschienen und Bestseller war. Und Linder hat nachgewiesen, dass all die Technologien, all die neuen Produkte, die wir in die Welt bringen, die angeblich sogar manchmal dazu beitragen sollen, uns Zeit zu sparen. Denken Sie an die Haushaltsgeräte, denken Sie an ein Automobil, denken Sie an einen Akkuschrauber oder an ein Smartphone, dass all diese Dinge tatsächlich Zeit brauchen und nicht etwa dazu führen, dass wir einen neuen Zeitwohlstand haben. Wenn jedes Produkt, das wir genießen, das wir ausschöpfen, das wir verwenden oder uns unsere Zeit fordert, dann ist auch klar, dass wir in der Tat nur 24 Stunden absolut Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Kinder erziehen, studieren und so weiter oder zur Schule gehen, dass dann nur noch ein bestimmtes Quantum an Zeit verfügbar ist. Und um dieses Quantum an Zeit und Aufmerksamkeit konkurrieren immer mehr Produkte. Ein nicht mehr befindlicher deutscher Umweltminister hat in den Nullerjahren eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie viele Gegenstände ein typischer Deutscher oder eine Deutsche sein bzw. ihr eigen hat. Die Zahl, die herauskommt, können Sie sich leicht merken: 10.000. Wie kann denn ein Mensch, wenn er pro Tag nur 3 bis 5 Stunden an disponibler Konsumzeit hat, wie kann er denn in der Lage sein, diese 10.000 Dinge zu würdigen? Übrigens ist er natürlich mehr als 10.000 Dinge. Weil die ganzen Dienstleistungen, die ganzen Ereignisse, die ganzen Informationen, die wir ja ebenfalls im Sinne unseres Konsumverhaltens ausschöpfen, kann man gar nicht lagern, also auch nicht zählen. Das heißt, er ist am besten zu schreiben, Beispiel anzuschauen, hier zu sein, in den Urlaub zu fliegen oder ins Wirtshaus oder ins Kino zu gehen, das sind ja ebenfalls Zeitraumende, also Aufmerksamkeit erzielende Aktivitäten und Events, und die kommen alle noch dazu. In dieser Gemengelage haben wir nicht nur eine Entkopplung zwischen menschlichem Glück und Wohlstand, sondern wir leiden unter einer Konsumverstopfung. Unter einem Konsumburnout. Und das kann man messen. Wir lachen jetzt, wenn wir den psychischen Zustand des durchschnittlichen Europäers oder auch Europäer mal aus einer empirischen, also medizinischen und sogar klinischen Sicht anschauen, kommt heraus, das ist jetzt eine Zusammenfassung vieler Studien, die es gibt über den psychischen Zustand der Menschen in Europa, kommt heraus, dass in Europa durchschnittlich jeder dritte Mensch gefährdet ist, psychisch abzustürzen. Das ist das Thema, über das niemand redet. Wenn Sie abends oder nachts im Wirtshaus mit Top-Managern aus der Personalwirtschaft, der großen Konzerne, sagen die ganz klar, wir haben ein riesiges Problem. Immer mehr unserer besten Leute brechen einfach weg, weil sie so überfordert sind. Dadurch, dass zu dem Leistungsstress am Arbeitsplatz jetzt noch der Leistungsstress kommt, des Konsumierens, des Mobilseins, des digital Vernetztseins und so weiter und so fort. Der Bundesrepublik Deutschland ist in der Zeit von 2000 bis 2010 die Anzahl der antidepressiven Verschreibungen verdoppelt. Damit habe ich dann noch nichts gesagt über das Burnout-Phänomen, über die digitale Demenz, über die vielen anderen Symptome der Orientierungslosigkeit, Erschöpfung und Überforderung und auch noch nichts gesagt über die Aufmerksamkeitsdefizitsphänomene, die wir gerade bei den Kindern und Jugendlichen mit steigender Tendenz überall, wo wir sind, erfahren. Diese Zappeligkeit, so weit gegeben, dass wir zu mir in meinem Büro junge Menschen kommen, nicht weil ich sie dahergebeten habe, sondern weil sie um einen Sprechstundentermin gebeten haben. Vor mir, sozusagen vor dem Schreibtisch, es nicht schaffen. Sie schaffen es nicht. 10 Minuten mit mir zu reden, ohne mal kurz das Smartphone aus dem Taschen zu ziehen und dann zu gucken, ob etwas war.
zielgerichtet und kognitiv verarbeitet. Wenn wir es dennoch tun, betrügen wir uns. Und wir nutzen die Dinge und betrügen uns letztendlich um unser Leben. Das heißt also, wenn wir über Wachstumsgrenzen reden, geht es nicht nur um die Vöglein und die schönen Blümchen, die wir zerstören, also um die Plünderung der ökologischen Ressourcen. Es geht inzwischen um den reinen Selbstschutz, den wir brauchen, um klarzukommen in dieser reich überfluteten, viel zu komplex gewordenen Welt. Wie könnte nun eine solche Wirtschaft ohne Wachstum aussehen? Dazu habe ich einiges publiziert und ich möchte heute auf kurzen Wegen zwei Reduktionsstrategien anbieten, die Meilensteine sind einer Transformation in Zielrichtung Postwachstum, also Wirtschaft und Wachstum. Diese zwei Reduktionsstrategien betreffen die beiden Marktseiten unserer Ökonomie. Die eine Marktseite wird durch uns als Konsumentinnen und Konsumenten vertraut. Es geht also um die Frage, können wir auf der Nachfrageseite der Ökonomie tatsächlich eine Reduktionsleistung erbringen? Und die zweite Reduktionsstrategie betrifft logischerweise die Angebots-, die Herstellungs- oder Versorgungsseite der Ökonomie. Fangen wir mal mit der Nachfrageseite an. Wie kann hier die Reduktion erfolgen? Nun, ich habe es eigentlich schon gesagt. Wenn mein Befund, den ich gerade versucht habe, als These in den Raum zu stellen, richtig ist, dass wir unter einer konsumtiven Reizung befinden, dann kann es doch kein Verzicht sein, wenn wir unser Leben entschleunigen. Ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, das sind die Betrug, Befreiung vom Überfluss. Es geht um Befreiung. Und die Befreiung vom Überfluss ist nicht so konsumkritisch, wie Sie denken würden. Es geht dabei um die Suffizienz, das ist also ein anderer Begriff für Genügsamkeit, für Bescheidenheit. Warum ist die Bescheidenheit oder die Suffizienz kein Verzicht? Ganz einfach, ich gehe nochmal zurück zu meiner kleinen zeitökonomischen Einlassung. Wenn der Nutzen einer Konsumaktivität davon abhängt, wie stressfrei und mit wie viel Zeit ich ein Objekt nutze, dann heißt das doch, dass ich ein Objekt aufwerte, wenn ich dem Objekt mehr Aufmerksamkeit gebe, wenn ich mich in einen Buch vertiefe, wenn ich mich in eine Musik vertiefe oder wenn ich als Handwerker, als Angler, als Jäger, als Fahrradfahrer mich einer bestimmten Handlung hingebe, heißt das, ich gebe der Handlung viel Zeit. Diese Zeit kann ich den Fernseher, den Smartphone oder einer Reise oder irgendeiner anderen Aktivität finden. Das heißt, die Suffizienz bedeutet nicht, sich um Glück zu betrügen, Verzicht zu üben oder sich der Freiheit, Dinge zu tun, zu entledigen, sondern heißt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt, das Leben zu entrümpeln und das übrig zu lassen, worauf es ankommt. Und jeder Mensch hat eine andere Neigung, ein anderes Talent, sich zu verausgaben in den Dingen, den Dingen auf den Grund zu gehen, eine Virtuosität der Nutzung der Dinge zu entwickeln, die immer Erfolgserlebnisse und Glücksmomente verspricht. Auf diese Weise werden durch die Reduktion der Konsumreize, werden die Dinge, die dann übrig bleiben, entsprechend aufgewertet, haben einen umso höheren Effekt im Hinblick auf die Verbesserung unseres subjektiven Wohlbefindens. Deswegen ist es nicht nur keine Konsumkritik, was ich Ihnen gerade versuche darzulegen unter der Schiffsuffizienz. Es ist die Aufwertung des Konsums. Es ist eine ökonomische, rationale Vorgehensweise, um dem Konsum wieder zu seinem Recht zu verhelfen, nämlich tatsächlich uns zufriedener oder glücklicher zu machen. Das geht aber nur über Selbstbegrenzung. Dieser Begriff stammt von Ivan Illich, schon Buchtitel 1973. Selbstbegrenzung bedeutet, die kluge Lust zu entwickeln durch die Beschränkung auf das Wesentliche, durch die Entschleunigung, durch die Hingabe. Das heißt also, dass das, was für die Ökosphäre notwendig wäre, an reduktiven Maßnahmen zufälligerweise auch das ist, was uns gut tut. Das ist doch mal eine gute Überlegung. Ich komme jetzt zu der zweiten Reduktionsstrategie, damit reife ich dann auch am Ende meiner Ausführung. Und das ist die Angebotsseite. Wie können wir eine Wirtschaft und Wachstum von der Angebotsseite so gestalten, dass A, die Produktion verringert wird, damit wir in ökologischen Grenzen bleiben, und B, wir nicht das Gefühl haben, zu verarmen oder mit entwürdigenden Umständen irgendwie konfrontiert zu werden. Nun, um das zu erklären, möchte ich zunächst einmal die Angebotsseite einer modernen Wirtschaft.
darum, diese drei Möglichkeiten eine neue Balance, eine neue Kombination zu bringen. Die erste Möglichkeit der Versorgung besteht im Industriesystem. Darüber habe ich einiges gesagt. Das moderne Industriesystem ist halt endlich. Es macht uns nicht glücklicher. Es ruiniert die Umwelt. Es beruht darauf, Ressourcen zu plündern, die immer knapper werden. Und außerdem wird dieses Industriesystem, deswegen habe ich über die Industrie 4.0 gesprochen, langfristig uns die soziale und ökonomische Grundlage erziehen, weil das Wirtschaftswachstum das nötig wäre, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, utopisch wäre. Also dieses System ist unrettbar und auch braucht es. Wenn wir nicht modern haben, können wir nicht ohne Industriekommunikation gehen. Niemand von Ihnen möchte der Gesundheitsversorgung, weil sie sich wiederfindet in einer Situation, die wir mitleiden. Das darf kann nicht sein. Es ist ein Erfolg. Es ist ein Fortschritt, dass wir in der Medizin erwirken konnten, dass die Kindersterblichkeit keine Rolle mehr spielt, zumindest ist keine signifikante. Und dass auch die Lebenserwartung der Menschen gestiegen ist. Und dass auch bestimmte Leiden heute anders und nicht erfolgreicher behandelt werden. Es gibt sehr gute technische Fortschritte, das dürfen wir nicht vergessen. Aber es gibt auch Industriebereiche, die müssen gar nicht alles zurückgebaut werden. Ich denke an den Flugverkehr, ich denke an die Kohleverstromung, an die Atomenergie, ich denke an die Automobilindustrie, ich denke an die Elektronik, ich denke an die Textilien, ich denke an die Müllproduktion. Wir haben von allem viel zu viel. Aber das heißt nicht, dass wir irgendeinen Bereich komplett auf Null setzen können. Wenn wir also die Industrieproduktion selektiv an den richtigen Stellen stark zurückfahren, haben wir erstmal ein Problem. Warum? Weil die Industrie nicht nur dazu da ist, uns mit Gütern zu versorgen. Die versorgt uns auch mit Einkommen. Der kann Arbeitsplatz an der Industrie. Verdient kein Geld, kann sich gar nichts kaufen. Und das geht nicht. Ich bin nicht für die Abschaffung des Geldes, auch nicht für die Abschaffung der Märkte. Ich bin auch nicht für die Abschaffung der Arbeitsteile, unternehmerischen Bereiche. Wie können wir also vorgehen? Ganz einfach. Wir müssen uns den zweiten Produktionsbereich anschauen, der neben der Industrie existiert. Das ist die Regionalökonomie. Unter Regionalökonomie verstehe ich ein System der Versorgung, das darauf beruht, immer nur Geld in Märkte und Technologie und auch unternehmerische Kreativität wirken zu lassen, aber in einem kleinen Maßstab, sogar in einem geografisch kleinen Maßstab. Es geht um eine deglobalisierte Regionalökonomie, in der die Distanz zwischen dem Verbrauch der Produkte und der Entstehung der Produkte eine Kürze ist. So dass auch der Grad der Spezialisierung und Arbeitsteilung und damit auch das Niveau der Technik, die eingesetzt wird, ein geringeres ist. In so einer Ökonomie hätten wir die Chance, den Rückgang der Industrieproduktion aufzufangen, zu kompensieren. Die regionale Ökonomie ist prädestiniert dafür, produktionslos moderne Bedürfnisse zu befriedigen. Stellen Sie sich vor, es gäbe hier rund um Kreis-Münster ein Unternehmensnetzwerk, bestehend aus 15 oder 20 kleinen Firmen, die nichts anderes tun, als Böden zu reparieren, auch umzubauen, zu verschlimmern, sodass Handwerk und Kunst sich regelrecht die Hand geben. Mit dem Resultat, dass die Nutzungsdauer der Böden durchschnittlich verdoppelt wird. Das heißt, dass wir mit der Hälfte der Neuproduktion an Böden rauskommen. Stellen Sie sich jetzt ein zweites Netzwerk dieser Art vor, das sich konzentriert auf ältische Geräte, die repariert werden, die in Stand gehalten werden, wo Module ausgetauscht werden, wo wir Updating, Upgrading, Remanufacturing, Rebuilding, das sind so Fachbegriffe aus der nachhaltigkeitsorientierten Betriebswirtschaftslehre, wo die durchschnittliche Nutzungsdauer auf jeden Fall doppelt wird. Dann haben wir hier eine Druckkarte, mit der wir es schaffen, über die Halbierung des Verbrauchs ein Niveau zu erreichen, auf dem wir immer noch gut versorgt sind. Mit Waschmaschinen kann man das machen, mit Autos, mit Fahrrädern, mit Haustechnik. Man kann es vor allem mit Textilien machen. Wenn die Textilindustrie radikal zurückgebaut wird, weil sie ökologisch veredelt ist, glauben wir nicht an die Sonnenwärme, sondern wir werden erleben, dass in den Regionen die Änderungsschneidereien plötzlich Pilz aus dem Boden schießen. Ist das etwa keine Wirtschaftung? Ist das etwa unmodern, Hosen oder Oberbekleidung so zu behandeln und zu reparieren, dass sie doppelt oder dreifach so lange hält? Natürlich nicht. Das heißt, über eine Reparaturwirtschaft
nicht global, das funktioniert nur regional. Das wäre eine Ökonomie der kleinen Einheiten, die Leben von Gott schon vor Jahrzehnten. Das dritte, was die regionale Ökonomie tun kann, ist schlicht und ergreifend, die Nahrungsmittelversorgung so zu organisieren, dass wir unabhängig von globalen Wertschöpfungsketten in der Lage sind, uns gut und gesund zu ernähren. Ich habe gestern in meinem Vortrag am Kulturzentrum im Grenzsemester eine neue Studie vorgestellt, die aus Hamburg stammt. Die Hafenuniversität in Hamburg hat eine Studie vorgelegt, die sensationell ist, für mich fast revolutionär. Es ging um die Frage, kann man sich überhaupt im 21. Jahrhundert regional ernähren? Und die Antwort hat über Jahrzehnte hinweg immer gelautet, ja, in einem Dorf vielleicht oder in einer mittleren Stadt wie Grenzmünster. Thank you.